Hallöle und damit willkommen hier zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute noch einmal auf Freifurt 2016 und schauen uns heute mal die, naja, im Prinzip ist es die erste aller Stadtbuslinien an. Das ist nämlich die Stadtbuslinie A, die im Prinzip die beiden ehemaligen Stadtbuslinien 62 und 65 miteinander verbindet. Was bedeutet, wir fahren hier von Nebelau am Tinnenblick über Freifurt ZOB bis nach Moosbach, also die ehemalige Linie 65. Und dafür habe ich mir ausgesucht einen MAN Lion CTÜ, also den A20, weil es bis an die Überlandlinie ist. Und wir fahren die allererste Fahrt des Tages, morgens um 6.18 Uhr. Der Bus war dann schon mal am ZOB, ist dann eine kurze Fahrt von Moosbach bis hierher gefahren. Und das bedeutet, jetzt fahren wir die allererste Fahrt von hier aus stadteinwärts. Jo, und guck mal, was uns denn so erwartet. Also, Fahrzeug ist, wie auch immer es hierher gekommen ist, ist noch nicht aufgerüstet. Zufall? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rüsten wir gerade mal auf. Braucht ja immer einen Moment länger hier. Gucken wir mal ganz kurz. Genau, einmal Pieps. Was haben wir jetzt hier Schönes? Ja, Tank bisschen, ja, aber ja, das sollten wir trotzdem hinbekommen. So, Motor läuft, ist noch etwas. Genau, ist noch ein bisschen gemütlich der Motor. Dann machen wir hier mal vielleicht auch im Fahrgastschraub ein bisschen Licht an, weil es ist ja noch recht früh. Genau, Motor hören wir auf jeden Fall. Das ist die Tür, machen wir gerade nochmal zu. Denn die Fahrgäste dürfen noch gar nicht rein. Also das ist, wie gesagt, der Fahrplan. Geht über, wie gesagt, die beiden bekannten Linien. Dann eben nach Moosbach, das wird heute unser Ziel sein. Und dann stellen wir hier gerade mal eine Linie. Kurch wäre gar nichts. Also machen wir mal hier die 0. Und dann gucken wir mal Route. Müssen dann, glaube ich, bei den Einsen anfangen. Genau. Nach Moosbach hier Nebelau. Einstieg gibt natürlich auch ganz viele Kurzläufer. Ich glaube, von Rosal gibt es welche. Also es gibt auf jeden Fall einige Kurzläufer hier auf der Linie. Die wir jetzt allerdings halt nicht fahren werden. Wir fahren den kompletten Linienweg. Sie dürfen einmal mit, meine Dame. Guten Tag, ne? Freuen Sie sich, ist schon super. Also würde ich mich durchaus auch freuen, hier des Morgens mit so einem wunderschönen Bus befördert werden zu können. Wobei es echt nicht verkehrt, so ein Lines die Euro 6 am Morgen. Gucken wir mal ganz kurz. Genau. Das wird unser Ziel sein. Stadtbus. Bis nach Moosbach werden wir fahren und jo, ansonsten denke ich, verlieren wir vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte zur Karte, weil es ist ja, wie schon in den vorangegangenen Folgen erklärt, nicht nur eine Erweiterung, sondern auch eben eine Überarbeitung der bisher bekannten Strecken. Das heißt, es ist bisher lokal natürlich alles in seinem Ort geblieben, allerdings wurde vieles, nehmen wir mal szenerietechnisch, stark überarbeitet, wie hier zum Beispiel die Endhaltestelle Moosbach. Heißt hier die Tatsache mit der kleinen Hütte hier und dem Bussteig war natürlich schon so. Allerdings wurde hier zum Beispiel der Parkplatz komplett umgestaltet. Der hat jetzt, besteht jetzt aus Erde, da haben wir in der Mitte so einen kleinen Grünstreifen. Das war ja früher alles nicht so. Ich finde es eigentlich echt ganz schick. Und vor allem, wenn man dann hier parkt, dann kann man ja so ein bisschen das mit dem Rückwärts hier ranfahren üben. Ist ja auch an manchen Bahnhöfen so, wo dann hier eben direkt an der Bahnsteig ist. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz schick. Und wir werden auch, denke ich, dann auf dem Weg, genau, auf den älteren Linienwegen, die wir heute noch abfrühstücken, werden wir, denke ich, auch sehen, was sich denn da noch so alles getan hat, was ja, jo, durchaus einiges ist. Gefällt mir, wie gesagt, als, jo, Freifurt, ja, Freifurt-Fan kann man das sagen. Also mir gefällt Freifurt eigentlich bisher immer recht gut. Und deswegen, fand ich das mit Arbeit schon natürlich auch ganz toll. Genau, zu dem Bus. Es ist immer noch das Morphe Soundpack installiert. Bedeutet, da sind die Türen halt ein bisschen anders. Haben halt die anderen zu Hause. Für die, die sich fragen, was ist das hier? Das ist das Morphe Soundpack für den Bus. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt noch verfügbar ist oder nicht. Aber ich denke mal, soll noch passen. Können wir das genau mit dem Schraubenschlüsselsymbol immer wegdrücken. Dankeschön. Und heute fahren wir wieder aus ewigen Gründen die Void-Variante. Ich habe mich einfach mal spontan dafür entschieden. Jodele, gucken wir mal, da ist frei. Gucken wir da nochmal. Ah, das ist noch nicht ganz so frei. Dann warten wir mal. Bin nochmal gespannt, wie das hier so im, ja, Berufsverkehr, noch nicht ganz, aber doch recht früh im Berufsverkehr. Muss ich dazu sagen, um die Uhrzeit, wo wir jetzt hier fahren, sitze ich in der Regel morgens auch schon im Bus. Also schon eine Weile steige ich schon wieder aus dem Bus. deswegen ist es gar nicht so eine unwirkliche Zeit, mit dem Bus zu fahren, sondern auch gerade im Überland
sind ja viele, die... Genau. Nächste Haltestelle, Nebelau, Marktplatz. Exakt. Es sind ja viele, die auch gar kein Auto haben, wirklich auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen, wie mich zum Beispiel in dem Fall. Und deswegen freut man sich auch wirklich, wenn die Busse morgens halbwegs pünktlich fahren. Also da ist ja schon, keine Ahnung, das 5:30 wahrscheinlich vom Betriebshof ausgerückt. Erstmal in die Gegenrichtung und ja, da kann man sich auch durchaus glücklich schätzen über den doch recht anständigen ÖPNV. So, und jetzt sehen wir hier Nebelau Marktplatz. Und jetzt hat das durchaus schon ein bisschen mehr von Marktplatz. Das war ja vorher nicht immer so guten Tag. Hat das nicht immer was von Marktplatz gehabt? Jetzt hat es, finde ich, durchaus was von Marktplatz. Kurzstrecke haben wir hier. Dann machen wir noch die 30. Bitteschön. Also ich finde das, ich kann mich echt nur wiederholen, aber ich finde das echt schick mit der Überarbeitung. Mir gefällt das richtig gut. Also teilweise neue Texturen drin, ja, neue Motive auch vor allem, die es so bisher noch nicht gab. Also Motive auch vor allem im Sinne von so, ja, Kartenmotive eben. So Motive, die man bisher noch nicht gehabt hat, jetzt von wegen, ja, von wegen was eigentlich. Von wegen vielen Dingen einfach, ne? Nächste Haltestelle, Oberdorf. Genau, also jetzt fahren wir wie die ganzen bekannten Käfer. Wie wir sie auch sonst schon kennen, jetzt einmal ganz gemütlich hier runter. Weil es ist grün, das heißt, das mit dem gemütlich überlege ich mir gerade nochmal. Fahren wir da mal rum. Und auch hier, wie gesagt, alles wesentlich voller bebaut. Was ich echt ganz schick finde. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen Vollgas drauf drücken, dann hören wir auch ein bisschen mal das Getriebe. Beziehungsweise ein bisschen den Motor arbeiten. Hören wir sonst echt recht selten, weil das ein doch recht leiser Bus ist, vor allem nach vorne. Im Innenraum hört man ein bisschen was, aber ich denke mal, wir sind ja vorne am Fahrarbeitsplatz doch ganz gut aufgehoben, wo wir hingehören. Und auch hier, wie gesagt, alles wunderschön umgestaltet. Also der Straßenverlauf eben ähnlich bis gleich, aber gestaltungstechnisch einfach nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Und ich muss auch sagen, es gibt ja echt viele, die sich so ein bisschen an den Liniennummern stören. Aber ich finde eigentlich dieses Stadtbus-Konzept eigentlich ganz cool, weil klar, die Hauptlinie oder die einträgt, ist die Linie mit den meisten Fahrgästen, ist nun mal halt einfach die 63. Das ist die Regionalbuslinie hier eben gewesen. War schon immer so ein bisschen das Vorhängeschild von Freifurt und oder halt beziehungsweise das Freifurter ÖPNVs eben. Und da ist es jetzt halt eben so, dass jo, das eben immer noch weiter in die Hauptlinie ist, die eben auch bis Altenburg geht, natürlich immer noch mit Kurzläufern und so weiter und so fort. Und dass die Stadtbuslinien jetzt eben ein bisschen regionaler gehalten sind, ein bisschen mehr Abstimmung erhalten, also nicht alle nur direkt zum ZOB fahren, sondern eben vom einen Teil der Stadt über den ZOB zum anderen Teil der Stadt. Und das finde ich eigentlich auch ein echt ganz cooles Konzept. Weil du dann eben nicht in jedem Fall einen Umsteigezwang am ZOB hast, sondern wenn du halt eben genau diese Richtung nehmen musst, dann kannst du eben sagen, gut, ich kann sitzen bleiben und hab nicht immer eben diese Umsteigepflicht. Und das macht es, denke ich, doch eigentlich auch recht attraktiv, den Stadtbus zu nutzen. Weil es ja außerhalb wirklich von, sagen wir mal, Großstädten mit einem sehr starken Linienkonzept für so mittelgroße bis sehr kleine Städte eben doch recht schwierig ist, so ein Stadtbus... Genau. Da es recht schwierig ist, so ein Stadtbusnetz aufzubauen, das vor allem auch gut genutzt wird. Also da wird ja auch immer mehr abgebaut auf Rufbusse und so weiter und so fort und mit kleinen Bussen verkehrt, mitten durch die Stadt. Also da gibt es gerade viele Städte, die da wirklich durchaus abbauen. Und ja, deswegen muss man natürlich ein bisschen kreativ sein. Das finde ich eigentlich auch ganz schick und vor allem auch recht einprägsam mit den Namen. Gut, für den Busfahrer an sich ist es natürlich jetzt immer ein bisschen ungewohnt, gerade im OMSI-Kontext mit den Liniennummern. Es ist halt immer mit etwas Aufwand verbunden. Also entweder der Bus unterstützt das eben von Haus aus oder man muss da halt eben ein bisschen manuell nachhelfen mit der Altfunktion oder der Ecke. Aber ansonsten ja, finde ich jetzt mit den Buchstaben eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, ich kenne das bei mir aber gar nicht. Deswegen ist das scheiße. Ja, genau, die Kommentare meine ich. Bei mir gibt's das nicht. Das ist kacke. Das wollte ich damit so ein bisschen in den Hintergrund rücken, denke ich mal. Es passt vielleicht ganz gut. Jodele. Und auch hier die Überlandbereiche finde ich echt sehr, sehr schnieke gemacht. Deswegen fahren wir auch mal echt ein bisschen gemütlich.
für die 2-3 Fahrgästchen, die wir hier nach Frankfurt rein transportieren, aber die fahren, denke ich, recht komfortabel hier. Ich habe auch schon mal von den Flauschi-Sitzen erzählt. Wir haben uns gleich vielleicht mal anschauen, wo die denn positioniert sind. Für alle, die die Geschichte noch nicht kennen. Bei uns Südwestbus hat auch einige Line City Ü Euro 6. Ein paar hinten mit dieser, ich sag's, glaube ich, offiziell Konferenzbestuhlung. Für mich ist einfach nur die Assi-Sitzecke. Genau, und da ist mir aufgefallen, dass an genau einem Sitzplatz ein anderer Sitz montiert ist. Also generell sind natürlich diese Überlandsitze verbaut, wie wir sie hier auch haben. Allerdings, ja, ne, sind das nicht eben überall dieselben, sondern genau an einem einzigen Platz ist so ein anderer Sitz. Ein Flauschi-Sitz. Und natürlich fragt man sich, okay, woher kommt der? Kommt der vielleicht daher, dass irgendwie der Sitz kaputt, aufgeschlitzt, angemalt, ausgebrannt, keine Ahnung, wo kommt denn das her? Aber da habe ich das auch noch bei anderen Modellen beobachtet. Und zwar bei dem mit dieser normalen Viererbestuhlung, wie wir hier im Bus auch haben. Da ist es nämlich ebenfalls so. Und da ist es nämlich nicht nur ein Sitz, sondern da sind es ein paar mehrere. Da wurde mir noch einmal in den Kommentaren bestätigt, ja, unsere Lion City GÜ haben das auch. Und ich zeige euch mal ganz kurz, welchen betreffenden Sitz ich meine. Die hat nämlich einfach, der ist einfach wesentlich dicker von der Polsterung her unten. Also das ist, guten Tag. Guten Tag, hallo, guten Morgen. Das ist jetzt nicht nur so wie im Citaro Facelift früher, dass da einfach hinten ein Sitz höher montiert ist. Nee, das ist wirklich ausschließlich diese Sitzfläche. Ist flauschiger, also einfach höher. Also ihr seht jetzt mal hier beispielhaft, so hoch ist ein normaler Standardsitz. Und jetzt stellt euch die mal doppelt so hoch vor und doppelt so flauschig. Das ist wirklich wesentlich dicker, wesentlich dicker. Jetzt können wir mal, der Bus hat ein bisschen wenig Sicht hin, aber ich, ach, der hat auch die Konferenzbestuhlung, genau. Und zwar hat nämlich genau dieser Sitz, also dieser linke hier, hat einen wesentlich dickeren Sitz. Genau der hier, der am Fenster. Ich habe jetzt gerade keine Mauszeige, deswegen kann ich es nicht zeigen, aber der hat einen dickeren Sitz. Und die anderen sind also ein bisschen hier schräg angeordnet. Und das ist nicht nur so ein bisschen, sondern das ist wesentlich dicker. Das ist auch keine optische Täuschung und sowas, sondern wenn du dich da drauf setzt, das ist einfach wesentlich flauschiger. Ist natürlich cool, sich da drauf zu setzen. Bei dieser Viererbestuhlung, wie es ja, denke ich mal, sonst auch recht üblich sind, die auch kennt hinten, da sind das drei Sitze, aber alle ungefähr an der ähnlichen Stelle, also alle in Fahrtrichtung links am Fenster, aber auch hintereinander eben angeordnet. Also das ist echt interessant. Und ich habe nur eine einzige Erklärung, woher das vielleicht kommen könnte. Und zwar läuft da in dem Bereich ein Heizungsschacht lang. Also diese Heizungslamellen eben an der Seite. Und ja, da kommt halt doch ordentlich warm raus, sagen wir es mal so. Sehr ordentlich, sehr viel warm. Und dass das vielleicht einfach für den Poppes nicht so warm ist, wenn das so ein dünnes bisschen Sitz ist, sondern so ein bisschen dicker und flauschiger. Könnte ich mir vorstellen. Das ist wirklich nur eine Erklärung, wie ich mir es ansatzweise erklären könnte, weil ansonsten habe ich keinen Plan, woher das kommt. Immer an der gleichen Stelle, in verschiedenen Busmodellen und so weiter und so fort. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach da. Es ist flauschig. Das ist ja super hier. Das muss ich mal entfernen. Egal. Genau, das war das Flauschi-Sitz-Thema. Also wenn ich mal von Flauschi-Sitzen rede, wisst ihr jetzt auch, was ich meine. Was auch noch ganz interessant ist, also was ich mal ganz kurz erklären kann. Schaut doch mal links oben auf den Berg. Die Berge kennt ihr ja auch schon aus Frankfurt Version 4. Ein bisschen weniger ausgestaltet, mit ein bisschen weniger Bäumen, mit ein bisschen weniger Variation. Aber da oben ist was ganz Cooles. Ich habe das in der letzten Folge schon angetriggert. Da oben ist die Endhaltestelle der Linie C. Also nicht am Park-and-Ride-Parkplatz, sondern die andere Endhaltestelle. Wie Siedlung Rote Erde oder sowas. Das ist da oben. Es ist voll cool, dass es verbunden ist. Und ich meine, hier ist ja die Performance ist auch nicht so kritisch. Deswegen passt das, denke ich, ganz gut. Haben wir denn eigentlich einen Kneeling hier? Gucken wir mal. Kneeling. Ah, das funktioniert. Wunderbar. Dann machen wir euch gerade mal auf. Welche Bussteige gebe ich etwas niedriger? Guten Morgen. Einmal einsteigen. Genau. Kurzstrecke gemeckert wird nämlich nicht. Einmal 1,70. Dann machen wir 30, 2 und 1. Achso. Haben wir Euro? Ja, haben wir Euro. Guten Morgen. Wir fahren das Kneeling gleich mal wieder hoch. Ich habe gedacht, das ist jetzt vielleicht hier für den Teil vielleicht ganz sinnvoll, ne? Gut, dann geht's auch schon weiter, wobei ich muss... Wir können vielleicht mal... Können wir mal ganz kurz auf den Fahrplan schauen.
Freibad Fischhof, Markgraf, Andreas Schmeller Schule. Okay. So, jetzt wäre nämlich noch interessant zu wissen. Es gibt ja nämlich so einen kleinen neuen Bereich hinter der Johann-Andreas-Schmeller-Schule lang. Deswegen wollte ich mal ganz kurz schauen, ob wir da langfahren oder nicht, weil ich habe mich jetzt heute mal ohne Hilfspfeile getraut. Aber wir fahren jetzt den ganzen Mal Linienweg zum Freiburger ZOB ganz direkt über die Hauptstraße. Genau, das wollte ich auch nochmal wissen. Bleiben wir da vielleicht mal ganz kurz stehen. Oh, das passt dann. Hätte man gleich stehen bleiben können. Und der nächste. Ja, ich weiß. Ich muss ein bisschen rechts ranfahren, sonst macht das Krach hier runter. Also es ist nach wie vor immer noch recht eng. Oh, unser erster Haltewunsch für heute. Huiuiui. Ja, ist ja was Besonderes. Das feiern wir jetzt erstmal mit einem... Boah, das feiern wir das denn? Mit einem lauten Hurra. Nein, mit keinem lauten Hurra, sonst... Fliegen euch noch die Ohren weg, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, oder? Nee, ich glaube, ihr seid da auch nicht wirklich sonderlich stark dafür. Und wenn das so ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt können wir vielleicht mal schauen. Wir haben doch ein Sonnenrollo, haben wir doch bestimmt. Wobei, wenn die Sonne so tief steht, dann sehen wir, glaube ich, vielleicht gar nichts mehr. Flupp. Da ist das Sonnenrollo. Ja, eben, das ist jetzt auch tiefste Einstellung. Gut, aber die Sonne ist auch extrem tief. Deswegen auf Busfahrt denke ich auch meistens eine Sonnenbrille dabei. Aber gut, wir schaffen das auch so. Ich lasse es mal wieder ein bisschen hoch. Aber hier ist es, denke ich, jo. Haben wir es ein bisschen im Bild. Hier sehen wir mal das Sonnenrollo. Es macht sich super dekorativ da oben am Bildschirmrand. Also es ist eindeutig ein Grund, dieses Display natürlich weiter zu verfolgen. Weil es, also aus allen anderen Gründen ist einfach nicht, ne? Seht ihr jetzt schon. Dann steigen Sie mal ein. Guten Morgen, die Dame. Fahrschein gibt es keinen. Okay. Ja, aber so ein Sonnenrollo ist schon durchaus dekorativ. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt.